Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Tag 2 der DGHD-Tagung findet statt, beziehungsweise eigentlich ist es ja Tag 1, wenn gestern Tag 0 war. Und auch jetzt, heute früh, ist immer noch Pre-Conference. Und ich gehe jetzt zuerst zum promovierenden Netzwerktreff. Das heißt, da werden wahrscheinlich die Gespräche von gestern aus dem Promovierendenforum nochmal ein bisschen fortgeführt. Und danach gehe ich in die AGDMHD. Das hat nichts mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu tun, sondern ist die Arbeitsgruppe oder Arbeitsgemeinschaft für digitale Medien in der Hochschuldidaktik. Schau mal, was da heute die Themen sind. Das ist immer ein sehr lockeres Zusammensein. Und ich melde mich dann wieder live von vor Ort. Das promovierende Netzwerktreffen läuft gerade noch. Da machen wir gerade kurze Pause. Die AG für digitale Medien in der Hochschullehre bzw. Hochschuldidaktik war für mich leider nicht ganz so ergiebig, weil das Thema, was ich reinbringen wollte, zumindest im Moment akut niemanden interessiert, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Jetzt, wie gesagt, machen wir gerade eine Pause aus dem promovierenden Netzwerktreffen und gehen uns anmelden. Soweit ich das mitbekommen habe, ist die Anmeldung zeitlich sehr, sehr beschränkt, weshalb auch immer, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber da hole ich mir jetzt auf jeden Fall mein Namensschildchen, einen kleinen Block. Ich glaube, es gibt auch eine schöne Tasche mit dem coolen Logo von der DGHD 18 und so weiter. Und dann melde ich mich wieder nachher. Hier übrigens gerade, das ist der Kollege, der die Cartoons von Constructive Amusement zeichnet und veröffentlicht. An dieser Stelle ganz, ganz große Empfehlung für jeden, der gerne lacht und sich mit Hochschuldidaktik befasst. Constructive Amusement gibt es auf Twitter und Facebook. Sehr empfehlenswert. So, es ist 20 vor 7, wieder richtig spät. Der Tag war irre voll mit viel Programm. Die Keynote von Torgny Roxaw war richtig, richtig cool. Also sehr, sehr inspirierend. Er hat letzten Endes, also die Kernaussage, die ich daraus mitnehme, ist: Sprecht mit anderen Lehrenden aus eurem Fachgebiet über eure eigene Lehre. Denn nur so gibt es Feedback, was man auch bereit ist anzunehmen. Also man braucht diese Netzwerke, man braucht diese gegenseitige, ich will jetzt nicht sagen Kontrolle, aber so dieses mal draufschauen lassen und auch bereit sein, Feedback anzunehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt, den ja sehr viele Personen nicht so richtig wahrnehmen in der Hochschullehre und was ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehme. Und genau das mache ich ja hier auch auf meinem Videoblog. Ich spreche über das, was ich tue, und ihr alle dürft da gerne kommentieren und einen Senf dazugeben. Außerdem war ich eben noch auf einem kleinen Impulsvortrag von dem Michael Eichhorn von der Goethe-Uni in Frankfurt. Und die machen was ganz Interessantes, und zwar legen die ein Kompetenzraster an für die Medienkompetenz bzw. mehr die digitale Kompetenz von Lehrenden, nicht von Studierenden. Und das ist tatsächlich auch was ich für sehr sinnvoll halte, weil das meiner Meinung nach an vielen Stellen viel zu kurz kommt. Ja, also man erwartet immer von den Studierenden, dass sie mit Medien gut umgehen können, dass sie genau wissen, wie das funktioniert, warum, was, wie funktioniert. Aber jetzt mal ein bisschen spitzfindig ausgedrückt: Wie oft steht der Prof vorne und weiß nicht, wie er seinen Laptop an den Beamer anschließt? Ja, und das ist ja tatsächlich erstmal nur die unterste, niederschwelligste Ebene, nämlich die Medienbedienkompetenz. Da steckt ja noch gar nicht dahinter, dass jemand weiß, was man mit Medien alles machen kann, wie man Medien nutzen kann, um Dinge zu erreichen, andere Dinge zu manipulieren und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig vielschichtig, dieses Gebiet. Und das war ein sehr interessanter Vortrag, sehr interessantes Modell, was da vorgestellt wurde. Ich habe mich auch noch kurz danach mit ihm unterhalten und werde das auf jeden Fall irgendwie weiterverfolgen, was da noch stattfindet. Für heute ist erstmal genug. Morgen ist wieder langes Programm, deswegen klinke ich mich für heute aus. Ciao.